Fand ich liebste von Goldwing auf Aatrox. Ich bin aktuell großer Fan von Goldwanker und Sturk's Gage. Beides wurde ja gebufft. Das fühlt sich super gut an, früh zu erwerben. Eclipse aber generell gegen Squishies auch extrem stark. Also im Allgemeinen würde ich aber wirklich Goldwinker, Sturk's Gage bevorzugen, von dem, was ich bisher gesehen habe. Hängt auch von deiner Draft ab. Je nachdem, wie tanky du auch sein musst, Eclipse einfach ein bisschen squishier. Und das Bild finde ich persönlich recht bad bisher. Ich habe es noch nie stark gesehen, weder im Enemy-Team noch in meinem eigenen Team oder bei mir selbst. Also, ja. Goldwanker, Sturk's Gage ist halt insane auf sehr vielen Charakteren. Toplane, gerade auch Renekton zum Beispiel, ist sehr gut mit diesem Power-Spike. Und sehr geil. Wie ist Urgot in der aktuellen Meta? Ja, Urgot wäre ein guter Champion-Top-Lane, wenn er Mythic-Item hätte, ne? Er hat leider kein Mythic-Item. Wenn er Mythic-Item hätte, wäre er geil. Deswegen ist er dann nicht so geil aktuell. Er verliert nicht, er gewinnt keine Matchups. Und er ist einfach nicht so strong, hat keine Synergie mit anderen Champions in der Meta. Er gibt nicht wirklich Sinn zu draften. Leider. Ist eigentlich ein guter Champion. Hat er doch Galeforce. Galeforce, Urgot. Er springt in dein Gesicht und wirft dich weg. Geil. Brightbreaker, Bus sind viel schlechter, lol. Nee, ist bad. Sag mal, Chat, wie viel spielt ihr aktuell den neuen Modus? Spielt ihr viel 2v2? Hammer die Woche. Also okay, die meisten meinen so ein bisschen. Glaube ich, einer der besseren Modi, die sich vielleicht noch länger halten werden, weil die Playerbase mehr diesen Modus auch spielt. I guess. Es ist einfach viel Fighten, mit vielen Powerspikes ohne viel Farm oder so. Wenn du halt verloren hast, hast du sehr schnell verloren. Wenn du gewinnst, dann gewinnst du manchmal länger, manchmal kürzer, aber du bist halt nicht hardstuck in einem Losing Matchup für 30 Minuten, kannst nichts machen. Das ist das Schlimmste an Leaks. So, vor allem, wenn es nicht mal deine Schuld ist. Du verlierst einfach, weil dein Team eine Scheiße gemacht hat. Dann kannst du einfach nichts tun. Für eine Ewigkeit. Das ist schon sehr anstrengend. Interesting. Oh, Kane ist sehr stark, Early Game. Ich glaube, hier ist safe fast Platz für die Gegner. Return Kill haben wir zwar bekommen, aber er hat sehr viele gute Stacks erhalten. Ne? Medi-Stacks. Gewinnt hat Gold für ihn. Ist nicht so geil. Also wer aufpasst bis Level 3, der Typ ist viel stärker als ich Early Game. Lily oder gegen Kane Top spielen. Wir haben gerade erst Lily Top dann gesehen. In der ADC. War sehr useless. Gerade gegen so eine Range Draft, aber Kane Top ist auch nicht so populär. Nice, wir halten unsere Fury recht hoch. Kriegen hier mehrere Power Spells durch. Bringen direkt dadurch auf seinen Pot. Bam, Junge! Das war sehr weird von ihm, da rein zu dashen. Dann Power Spells an Mass und Rumble ist halt super OP in der aktuellen Meta. Level 2 war halt mindestens angesetzt, bis wir ihn töten konnten. Wir haben direkt Level 2 umgebracht. Lol. Kann ich wirklich resetten, die Wave ist zu groß, ich musste die vorher trimmen, aber das kann ich nicht rechtzeitig schaffen. Jetzt Raider Dirk trotzdem fertig, das ist heftig. Aber was macht er hier? Warum macht er das? Deswegen. Ich bin 3 geworden und beinahe mich gekillt, ha? Ja, die ist tot. Ich werde danach leider auch gedeiht, wenn sie stirbt. Das ist leider ein großes Problem, dass sie gestorben ist. Oh, Baby, haben wir das gesmurft. Oh, Baby, haben wir das gesmurft. Sexy Tolkien, lol, du Talent. Du junges, aufbegehrendes Talent, das du bist. Du hübscher Mensch. 2-0-1. Can't hurt you, Roman. Macht er nicht. Ist aber tot. Aber er stirbt an dem Punkt jetzt einfach für Stacks, ne? Er wird halt irgendwann stärker werden als ich, wenn er hier seine Redform bekommt. Er stirbt jetzt für Stacks auf Medi-Champions und ich bin halt ein Medi-Champion. Ich hoffe, dass mein Team nicht runterrennt, damit ich carryen kann. Wenn ich für den ganzen Zeit der Stärke sein als Kane, irgendwann gewinnt er einfach gegen mich. Ich kann nichts dagegen tun. Wenn er so Maw hat und so, mit Goldwinker oder mit Eclipse, reicht doch schon. Bin ich aber tot. Okay. Ich kann aber nicht basen, weil es sah einfach so aus, als würde er jetzt runterrennen. No joke. Der Typ sieht einfach so aus, als würde er jetzt runterrennen. Wahrscheinlich sollten wir lieber früher als später Darkseid kaufen, weil der wird nicht mehr lange so hart runterrennen. Aber, oder gehen wir jetzt in Power Spike? Weil ich könnte mit Darkseid so nach vorne snowboarden, dass wenn er runterrennt, wenn er später stärker als ich, das nicht so schlimm ist. Ich hätte Night Harvester gehen können mit Hextech Alternator, was ein sehr geiler Buy ist. Für 10,50 Gold. Aber wenn er weiter so spielt, bin eine Weile. Mit Level 6 und Ignite kann ich halt legit sterben. Der Champion ist besser als meiner. Für den Nisa. Ja, der Darkseid bei. Gegen den Proxy-farmenden, runterrennenden Spieler. Wird halt erst stark, wenn er Form hat, aber ich glaube, er ist ein bisschen zu oft dafür im Game gestorben, Early Game, als dass es jetzt so gut für ihn wäre. Wichtig ist auch, dass er richtig für Base geht, weil Kane, der ist halt schnell auf der Karte zurück und wenn er einmal proxyen darf, ist richtig kacke. Wenn ich einmal sterbe, ist halt auch kacke. Heißt viel basen, viel Items kaufen, immer auf Spike sein und ihn damit hops nehmen quasi. Platten erst später nehmen, weil er stirbt auch oftmals ein bisschen für Waves. Er ist kaum in Farm bei einer 46 zu 58. Nicht wirklich behind. Ich bin hier, kann jetzt einfach für die Wave gehen, er kann proxyen. Was scheiße ist. Ich hole legit meine eigene Wave, damit er nicht reinkriegen kann. Er Q trotzdem rein. Er will gleich über die Wand rausholten.
Das ist mein bester Play, damit er eben nicht alles proxied. Ich muss meine eigene Wave beschützen mit meiner eigenen Ult. Also ult ich meine eigene Wave. Ich darf halt nicht zulassen, dass er proxy. Deswegen immer viel resetten. Das macht das Proxy so gefährlich. Er kann halt dann einfach die Wave farmen, ohne dass er mit mir interagieren muss. Was obviously ihn in seinem Vorteil ist, weil wenn wir interagieren, dann stirbt er halt die ganze Zeit, wie du siehst. Nice, dass er einfach lasten kann. Das hat keine Ult. Gold Reset? Honestly, sie ist kein Shutdown. Sie ist 1-4 Kindreds. Ist nicht mal bad. Die Karte brennt komplett. Mein Team ist hardcore runterrennen. Wir sind nur Toplane. Wir stehen 7-0. Der Typ steht 2-8. Er wird am Ende wahrscheinlich das Game nicht gewinnen, weil ich 1v9 mache. Mag nur Toplane sein, aber es ist okay. Er ist wieder Gold wert. Lass Kian einkillen. Der Kian ist ein HP. Aber ich kann ihn nicht killen. Actually, wenn er in der Base kann, vielleicht gerne ihn noch abholen. Das ist echt gut, ja. Ja, ich hätte mal igniten sollen, aber ich wollte nicht. Es war eigentlich wert von mir, nicht zu igniten. Er war wieder Gold wert. Ich wollte nichts benutzen für ihn, weil er halt am Runterrennen ist. Aber es ist ein Fehler, weil wenn er jetzt dadurch Form hat und ich nicht die 300 Gold bekommen habe, hätte ich kriegen können. Aber jetzt kriege ich trotzdem sehr viel hier oben. Dann wieder eine Wave und kriege eine Platte. Es ist schon alles immer noch gut für uns, aber obviously ein Killen ist besser. Ich hab nicht, dass die stirbt. Bitte ult rechtzeitig. Komm. Das ist ein fetter Shutdown. Wenn die stirbt, wäre insane. Hab sogar gehittet, aber reicht nicht. Ja, ist scheiße, ne? Weiß nicht, ob das reicht, was wir machen. Mein Team ist halt so useless. Für eine Weile noch. Komm, wir gehen von AP Rumble diese Runde. Ja, schon geil, dagegen einen AP-Champ zu haben. Wenn wir den Nejai's Hard-Counter spielen können. Gegen den Playstyle. Der Kane rennt so hart, dass ich es carryen könnte. Aber jetzt kommen wir halt irgendwo auf die Karte und die Gegner haben da auch Gold. Dann haben wir da auch sehr viel. Also haben auch mehr Gold als ich. Ich habe 9 Kills, aber das sind nur die Matzer. Der Kane war ja für viele der Kills so 120 Gold wert oder 160 oder was auch immer. Nur ein HP sogar, ich kann das nicht. Komm, komm. Alle ein HP. Soraka und er. Hier ist leider sehr gefeedet, ne? So egal, dass wir 9-0 sind. Leider. Wollen wir sie one-hitten? Schade, Mann. Ich hab nicht mit Soraka gerechnet, die hinter ihr stand. Ich hab Double Summoners benutzt und sie nicht gekillt, das ist schon sehr schlecht. Weil gerade wenn du 1000 Gold wert bist mit Major Stacks, solltest du mit deinem Flash sehr vorsichtig umgehen. Damit du halt, ja, nicht stirbst, sonst gibst du halt Stacks ab, ne? 1000 Gold. Das ist so das Ding mit der Top-Strategie. Mein gesamtes Team ist Hardcruising und trotzdem kriegen die Gegner jetzt Shutdowns auf Objectives, weil ich so strong bin. 17, 16, die kriegen Bounties. Dann zwei Drachen, I guess. Ah, das kann ich carryen hier. Ekeler, das wird's hängen. Ja, das kann ich alle gehen. Ich muss aber einen Eder treffen, leider. Hat er eh gemisst. Ja, ich spiele jetzt halt viel passiver oder vorsichtiger, als ich gerne würde. Wegen halt meines verlorenen Flashes. Nicer 300 Gold Spike. Ja, ist so geil, dass der Typ diesen Reset-Kill bekommen hat auf die Kindred. Aber ich spiele halt gegen die Inting-Strategy. Wir dürfen hier keine Fehler machen. Der einzige Fehler gegen Inting-Strategy ist Game is Lost. 1000 Gold, Meter-Stacks weg und so. Gerade wenn der Team nicht so strong ist, aber mittlerweile wie. Ich bin so viel besser dabei, weil der Typ ist completely running it. Er sollte schon gewonnen sein über Toplane. Die Top-Diff sollte hier drücken sein, auch wenn wir 5, 6, 3, 5, 2, 4 und 0, 5 haben. Also, wenn ich das Game nicht gewinnen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich wollte dafür nicht ulten. Na, ich werde committed. Ah, es bleibt von mir. Alter, die Nia rettet mich. Ich bin wieder mal nicht Kiana. Fokus sie, die ist gesloppt. Alter, Kiana. MVP. Bin ich trotzdem, aber das war so wichtig von ihr. Oh, er hat Form. Gerne noch Ignite, bevor er reingegangen ist. LOL.
Dass ihre Ult da kommt und Aristan rettet mir das Leben, ne? Und rettet die Major 6 hat den Shutdown. Ist trotzdem sehr gut gespielt, aber holy fuck. So wichtig von Qiyana, dass sie mich da noch rettet. Aber ich will sie covern, damit falls jemand kommt, ich da bin. Weil sie dafür nicht committed ist, aber okay. Genau deswegen bin ich da. Die Ult zum Beispiel war einfach bad. Die spielt auch eh die Wand an. Mein Positioning war geil, das ist die Qiyana Shadow. Dass ich da bin natürlich, aber die Ult, obviously sehr bad. Ja, auch ärgerlich für den Gegner natürlich. Ist das ein harter Top-Tip, aber der nämlich Top-Liner runterrennt. Ich will einen sehr extravaganten Playstyle, der auch gehen kann. Er ist nicht komplett. Er ist nicht komplett dahinter. Er ist obviously nicht gut. Aber er ist nicht komplett nie insane. Also es ist nie. Er ist nicht komplett immer useless, basically. Er muss halt besser spielen. Aber legen wir uns doch selbst einen roten Teppich auf den Boden, über den wir jetzt selbst rüberlaufen. Nice. Nice, Mann. Schön gespielt das Game. Beste in diesem Playstyle ist eine AP-Champion, Top-Lane-Pick und einfach Darkseid kaufen, ne? Wenn du jetzt gegen sowas spielst und du bist ein AD-Champion, bist du viel schwächer. Du kriegst dann halt Kills, die 100 Gold wert sind und bekommst gar nichts. Und dann Qiyana für den Play, wo sie uns gerettet hat, ne? Da, wo sie uns gesaved hat. War auch ein schöner Stand an der Wand dran. Mega, mega gut. Nice, GG. 4 Honors. Danke, Lat. Aber ich meine, habe ich auch verdient, I guess. Ja, am Ende haben sie trotzdem die wichtigen Akzente gesetzt bekommen, die gereicht haben, um das Game zu gewinnen. Also, Webhead an die Boys und die Ladies.